Leute, das ist mein erstes offizielles Video in 2022. Es ist der 5. Jänner 2022. Es ist 19:47 Uhr. Und ich habe jetzt die letzten Tage gebraucht und hab ein bisschen nachgedacht und so. Und habe meinen Kanal aufgebaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert. Den Link findet ihr in Kürze in der Videobeschreibung. Also in meiner Kanalbeschreibung. In meinen Kanalinfos. Und also in der Bio. Und heute mache ich mal wieder ein Stream. Nach über 5 Tagen oder fast 5 Tagen und habe mir gedacht, ich erzähle euch etwas über mich, weil die Videos, die auf meinem Kanal sind, auf YouTube, da wo ich jetzt hochlade, sind schon 7 Jahre alt, bis auf die aktuellen. Das sind, glaube ich, 5 oder so. Oder vier. Und die restlichen sind 7 Jahre alt. Und auch teilweise auf Englisch. Und da bin ich nicht näher auf manche Sachen eingegangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle euch etwas über mich. Die meisten, die meine Videos regelmäßig gucken, von meinen 23 Zusehern, Abonnenten sozusagen, wissen das alles schon. Das ist natürlich dann nicht so interessant, aber ich habe es auf YouTube noch nicht so erzählt. Wie alle wissen, die meinen YouTube-Channel kennen, weil ein Video davon drauf ist, habe ich Multiple Sklerose. Und das ist eine Nervenmantelerkrankung. Die körpereigenen Abwehrkräfte greifen den Nervenmantel an. Im Rückenmark und im Gehirn. Und überall, wo Liquid ist, also Gehirnflüssigkeit. Also im Rückenmark und im Hirn. Und das führt zu Entzündungen und zu Abbau von Nervenmantel, also Schädigung des Nervenmantels. Und das führt dazu, dass der Nerv, der betroffen ist, so wie bei mir die Fußnerven und teilweise auch die Hände, dass die schlechter leiten, wenn dieser Mantel, Myelinmantel, beschädigt ist und dass der Bewegungsablauf dann nicht mehr so rund ist. Also so normal. Und ich kann zum Beispiel nicht mehr gehen. Ich habe das jetzt seit meinem 20. Lebensjahr, also 10 Jahre. Oder eigentlich seit meinem 18. Lebensjahr. Also 12 Jahre. Und sitze seit meinem 20. Lebensjahr im Rollstuhl. Ich habe eine sehr starke Form. Die Form Marburg. Das heißt, ich rutsche von einem Schub in den nächsten. Da ist kaum Pause dazwischen. Und das führt zu stetig steigenden Behinderungen. Ich hatte eine Grundbehinderung, eine Grundspastik, mit der ich auf die Welt gekommen bin, weil ich drinnen bin und zu wenig Platz hatte. Aber ich habe keine Hirnschäden oder so. Ich habe Entzündungen im Kopf, im Hirn, die zu Psychosen und so führen. Oder zu Ausfall von Gefühls, also Gesicht, Gefühl
oder Fingerkribbeln und so Hautoberfläche, aber und eine Psychose von einem Schub, aber ich bin jetzt nicht irgendwie geistig behindert. Ich bin geistig vollkommen normal und kann auch normal kommunizieren und bin sogar eigentlich hochintellektuell. Wird mir zumindest immer gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also ich hatte in der Schwangerschaft meiner Mutter sind meine beiden Geschwister, meine Drillingsgeschwister, auf meinen Füßen gesessen. Und ich habe ab der 20. oder 21. Schwangerschaftswoche keine Bewegung mehr machen können. Und das macht die Behinderung in den Händen und Füßen. Aber ich konnte normal gehen, also normal, auffällig, aber ich konnte mich auf zwei Beinen bewegen. Bis zu meinem 20. Lebensjahr. Mit 18 ist dann die MS ausgebrochen. Und mit 20 bin ich dann wieder im Rollstuhl gesessen. Und ja, kann passieren. Ich habe mit 16 eine schwere Depression aufgerissen durch eine Streitigkeit und bin sie bis heute nicht losgeworden. Aber ich kann mittlerweile besser damit umgehen. Und ich habe ein sehr schwaches, also ich habe ein eine Autoimmunerkrankung, also die MS. Also mein Immunsystem ist stark, aber es springt halt nicht an, wenn es soll. Das macht, dass ich sehr krankheitsanfällig bin. Also wenn jemand hustet neben mir oder Grippe hat oder sonst irgendwas, habe ich sofort auch. Und ich bin ein bisschen ein Hypochonder, was natürlich dazu beiträgt. Aber ich habe noch kein Corona gehabt. Über 2 Jahre. Bin aber auch geimpft. Sonst gibt es nicht viel, was ich euch jetzt so auf die Schnelle erzählen kann. Da muss ich weiter rausholen, aber ich überlege gerade. Ich habe schon ein Buch geschrieben. Das heißt, Und ich lebe noch, hat sich 1150 Mal verkauft. Und ich habe jetzt ein zweites Buch geschrieben. Das heißt, die andere Seite der Couch. Das habe ich noch nicht drucken lassen. Also das ist noch nicht abzusehen, wie viele Male es sich verkauft. Aber es ist nicht schlecht geworden. Aber ich finde es nicht so gut wie mein erstes Buch, was ich mit meiner Co-Autorin Marianne Hondl geschrieben habe. Und das zweite Buch mit Daniel Niedermeyer. Sonst leide ich durch die MS an einer chronischen Fatigue und bin immer sehr müde. Fatigue heißt einfach chronische Müdigkeit und brauche sehr viel Schlaf und bin auch tagsüber nicht wirklich sehr aktiv, obwohl ich momentan meinen YouTube-Channel aufbaue und
Videos schneide und mache. Und das ist meine Beschäftigung. Was meinst du wie eine Katze? Da hat jemand geschrieben. Sonst ich überlege gerade, was ich noch erzählen könnte. Es hat mich jetzt total rausgebracht, dass mir jemand geschrieben hat. Aber ja, das sind so Grundinfos. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war kurz meine Mutter. Gute Nacht sagen. Ich habe einen normalen Schulabschluss. Ich habe aber leider keine Lehre anfangen können. Ich hätte einen Arbeitsplatz bekommen, aber dann bin ich leider in die Depression gerutscht und seitdem arbeitsunfähig, weil ich mich von der Depression zwar immer wieder gut erhole, aber immer wieder reinfall. Es sind immer so Ups und Downs und mehr Downs als Ups. Und das macht es mir halt nicht möglich, einen Vollzeitberuf auszuüben. Leider. Ich würde irrsinnig gerne arbeiten gehen, weil ich jetzt seit meinem 16. Lebensjahr oder 17. ungefähr seit meinem 16. Lebensjahr zu Hause sitze. Ich habe dann noch einen AMS-Kurs gemacht und ein paar Praktika, aber zu einer Ausbildung ist es nie gekommen. Und ich hätte gern mein eigenes Geld verdient. Ich habe außerdem aufgrund der Multiple Sklerose und der Depression Pflegestufe 6. Von 7 und bin Diabetiker von Cortison, weil ich nur Cortison bekommen kann, wenn ich einen Schub habe, weil ich auf alle MS-Medikamente allergisch bin. Und ich möchte auch nichts mehr probieren die letzten Jahre, weil einfach meine MS sich nicht mehr handeln lassen will. Glaube ich zumindest, weil ich einfach auf jedes Medikament, auf ein paar Spritzen, habe ich beim 9. Mal einen Nesselausschlag von Kopf bis Fuß gehabt und mehrere Tage lang und konnte danach 2 Jahre fast kein Shampoo und kein Duschgel verwenden. Und die Haare werden nicht sauber ohne Shampoo. Also habe ich trotzdem Shampoo verwendet, aber es hat halt immer gejuckt. Und Duschgel konnte ich gar nicht verwenden, da sind mir Bläschen aufgelaufen. Wie ein Ausschlag. Seit ungefähr einem Jahr kann ich wieder Duschgele verwenden.
spezielle zumindest, aber ich konnte damals nicht mal Duschgel aus der Apotheke verwenden, gar nichts. Alles, was geschäumt hat, hat zu Ausschlägen und Juckreiz geführt. Sonst seht ihr ja, ich habe noch immer eine Haut wie ein Teenager. Ich habe starke Akne und auch Cortison-Akne. Also wenn ich Cortison bekomme, blüht mein Gesicht total auf. Ich werde das, glaube ich, nie los, weil ich das von meiner Mutter habe und die hat auch sehr unruhige Haut und auch mit Unreinheiten zu kämpfen. Und ich sehe halt aus wie ein pubertierender 16, wie eine pubertierende 16-Jährige. Aber ich bin 30 mittlerweile. Und auch wenn es keiner glaubt, aber ich bin 30 offiziell seit dem Jahr. Nein, seit letztem Jahr. Ich werde 31 dieses Jahr. Und ja. Ich sehe halt noch nicht so aus. Ich sehe noch relativ jung aus, ich weiß. Sonst überlege ich wieder. Ich schreibe für eine Zeitung, die Momag. Das ist das Mostviertel Magazin. Eine Kolumne über Leben mit Behinderung. Und schreibe auch neben meinen Büchern so viele Gedichte und Songtexte, die ich auf einem Blog veröffentliche. Und sonst auch, also die meiste Zeit beschäftige ich mich mit Dinge verkaufen oder schreiben. Sonst. Es sind schon 17 Minuten. Ich glaube, ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Das war das Wichtigste über mich. Mein Geburtsdatum ist der 30. August 1991. Und den Rest erzähle ich euch beim nächsten Mal. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.